schlechter Fisch. Diese Statue ist aus dem Ritual zu sein! Köfer, wie heißen Sie eigentlich? Köfer. Was? Köfer. Köfer, stimmt. Dann. Na, Sie sind bei Rot über die Kreuzung gefahren. Ja. Ja, bei Grün kann ja jeder. Herbert ist ein Phänomen irgendwie. Ich würde immer sagen, Herbert Köfer ist ein ganz großer Schauspieler. Wenn ich seine Vita sehe oder wenn man googelt, was er alles im Leben gemacht hat, dann fragt man sich eigentlich, wie ein Mensch alleine so viel an Arbeit alles schaffen kann. Ohne seinen Beruf könnte er nicht leben. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass er irgendwann mit dem Beruf nichts mehr zu tun hat. Bewundern ist schon fast ein zu kleines Wort. Also man kann nur, Herbert. Dieser Mann ist eine lebende Legende. Vollblut-Schauspieler, Fernsehpionier und einer der beliebtesten Entertainer Deutschlands. Seit 75 Jahren steht er auf der Bühne und vor der Kamera. Ich möchte mal wissen, ob andere Männer auch mit so einer Flappe am Tisch rumsitzen und vor sie hinmuffeln. Ist dies ein Wunder? Für über 100 Jahre sehe ich diese bunt befleckte Kühlschürze. Ich muss blind gewesen sein, ja? Als du mir zum Standesamt geschleppt hast. Du mir? Ja, du mir auch. Wenn Goethe mir gekannt hätte, ja, würden sie heute am Theater nicht die Leiden des jungen Werther spielen, sondern die Leiden des alten Hugo. Die kleinen Leute müssen abwaschen, die großen brauchen das nie. Da hilft kein Zittern und kein Brummen, sie finden immer einen Dummen. Wir wollen uns verloben, Papa. Nee. Du kannst es kriegen. Na, da wird sich Mutter aber freuen. Ich sehe schon, wie sie mit geladenem Akku durch die Bude wetzt. Glauben Sie, dass Ihre Frau was dagegen haben könnte? Das hatte ich Ihnen noch gar nicht gesagt. Hör doch mal auf. Nee, was? Nee, nichts Besonderes. Aber sie will noch eine Weile für sich behalten, so als halbe Portion im Frischhaltebeutel. Herbert kann alles. Der kann singen, der kann tanzen, der kann lachen, der kann weinen, der kann den alten Mann spielen, der kann den Helden spielen, der hat diesen SS-Mann in Nackt unter Wölfen fantastisch gespielt. Er hat immer an allen Sachen wirklich hart gearbeitet. Ich habe auch ihn immer wieder gut gefunden in seinen ernsten Rollen. Sehr überzeugend in Nackt unter Wölfen und besonders eigentlich in Wolf unter Wölfen. Sehr gut. Der dich aus dem Spiegel anschaut, das ist der geschäftsunerfahrenste, geld- und weltfremdeste Mensch, der mir jemals begegnet ist. Stimmt, Mann, ich muss doch. Bitte hör einen Augenblick in Ruhe zu, Packwitz. Du kannst nicht wie ein blindes Huhn in der Welt herumlaufen. Begreif doch endlich. Wie vielseitig der war. Auch, dass der ganz ernste Filme gemacht hat, das ist ja grandios. Und wie schön der als junger Mann war. In der Liebestheorie bist du wirklich ein Genie. In der Praxis aber bist du leider ein Versager. Sieht man dich von Weitem nur, wirkst du wie ein Troubadour. Jede träumt, du wärst für sie der richtige Mann. Ja, warum denn nur? An mir ist doch nichts dran. Da plötzlich, wie von einem Sonnenstrahl getroffen, öffnet sich eine der Knospen und sie, Ramona, stehen in voller Blüte vor mir. Oh, das ist aber hübsch, wie Sie das sagen. Nicht wahr? Hm. Jetzt bin ich Ihnen nah. Möchte Ihren Atem trinken. Versuchen Sie es doch erst mal mit Sekt. Prösterchen. Prösterchen. Auf die bezaubernde Jungfrau. Leider Einspruch, euer Ehr. Auf die zauberhafte Blüte vom Busen der Natur. Hugo! Am 17. Februar feiert Herbert Köfer seinen 95. Geburtstag.
Sein Leben hat so viele Kapitel und Episoden, es könnte für mehrere Leben reichen. Er spielte, moderierte, interviewte und unterhielt ein Millionenpublikum. Bis heute. Ich liebe das Leben. Ich liebe die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Meine Kollegen hatten mal bei irgendeiner Feier, da kamen die mit so einem kleinen, war aus Porzellan und da stand oben drauf, die Ostsee ist ein Meer des Friedens. Und auf der Rückseite, da hatten die draufgeschrieben, und der Herbert ist ein Quell der Heiterkeit. Er ist von Grund auf ein fröhlicher Mensch. Er hat von früh bis spät ein fröhliches Herz. Und das ist vielleicht auch seine Stärke. Also ich will nicht sagen, dass er ein Fantast ist oder naiver, aber wenn man so eine Grundeinstellung hat, dann kommt man mit Ärger, mit Stress, mit Konflikten, mit Krankheit eben so gut klar, wie er das macht. Und dann wird man möglicherweise auch jung bleibend so alt wie er. Ich grüße Sie! Ich nehme an, ich habe das Vergnügen mit Herrn Baumann. Sehr wohl. Baumann Max, ja. Mein Name ist Meta Mischke Mirelli. Ja. Wenn Sie hier Platz... Sie dürfen sich auch setzen. Am 17. Februar 1921 wird Herbert Köfer in Berlin im Prenzlauer Berg geboren. Für seine Eltern Emmy und Karl Köfer ist Herbert das einzige Kind. Vater Karl, ein findiger Geschäftsmann, gründete Ende der 20er Jahre einen Postkartenverlag am Funkturm. Beruflich sind die Eltern sehr eingespannt und so verbringt Herbert sehr viel Zeit bei seinen Großeltern. Die Großeltern waren ungeheuer lieb. Ich habe sie mir nie vorstellen können, dass sie böse miteinander waren. Oder auch, ich habe ihnen das Leben nicht immer leicht gemacht. Es fehlten immer die harte Hand, die da auch einmal sagt, das musst du lernen, das musst du machen und... Was ist das schon wieder? Mit 6 Jahren wird Herbert in Berlin eingeschult. Eltern und Großeltern hoffen, dass ihr Herbert es einmal besser haben wird. Ich war mit mir nie so recht zufrieden. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin anders als die anderen Schüler. Ich gefalle mir nicht und... Ich war so ein kleines Themekind. Ich war relativ dünn und nicht sehr sportlich. Ich war immer auf der Suche nach Dingen, die mir Spaß machen. Spaß machte Herbert die Musik. Er lernte verschiedene Instrumente spielen. Die Geige war ihm am liebsten. Später als gestandener Schauspieler spielte er sie sogar in einigen Filmrollen und Unterhaltungsshows. Als junger Mann wollte er Musiker werden, aber die Eltern waren dagegen. Er sollte eine Ausbildung zum Industriekaufmann machen und eines Tages den Verlag des Vaters übernehmen. Doch es kam anders. Herbert entdeckte in einer Zeitung eine Notiz, ein Aufruf für eine Eignungsprüfung zum Schauspielberuf. Diese Annonce sollte schon bald sein Leben verändern. Ohne Wissen meiner Eltern habe ich mich da beworben an dieser Stelle. Kriegte dann auch einen Termin.
habe zwei Rollen gelernt und nach drei Tagen sagten die mir und gaben mir dann ein Schriftstück, da stand drauf, die Eignung zum Schauspielberuf scheint gegeben. Also man war sehr vorsichtig, also man hat nicht gesagt ist, sondern scheint. Der Weg zum Schauspielstudium war frei. Aber die Eltern mussten noch überzeugt werden. Herbert beichtet ihnen, dass er Schauspieler werden will. Es gab erst mal ein ziemliches Donnerwetter und die Eltern konnten sich überhaupt nicht vorstellen, dass ich oder was das bedeutet, Schauspieler zu sein, gelernter Schauspieler. Aber sie nahmen mich dann mit auf die Schauspielschule und haben vom Direktor gehört, der deutlich sagte, ihr Sohn ist begabt. Nur ein Problem gab es noch. Herberts Ohren. Sie waren dem Direktor zu abstehend und sollten operiert werden. Doch Herbert fand eine andere Lösung, ein Klebemittel. Ich habe mir dann dieses Klebemittel da besorgt und habe mir hinter die Ohren und dann die Ohren festgedrückt eine Weile. Und es hat, als ich losging, klebten die Ohren. Und dann habe ich gesagt, das ist ja prima. Also wenn die kleben, dann kann ich dann die Operation sparen. Und der Direktor wollte mich eines Tages mal in sein Zimmer, der wollte sich mit mir unterhalten, einfach unterhalten. Und nachdem der Direktor so ungefähr eine halbe Stunde geredet hatte, da merkte ich, dass hier dieses rechte Ohr, dass das hinter dem Ohr so ein bisschen zieht. Und das dauerte auch gar nicht lange. Mit einmal macht das plopp. Und das Ohr stand ab. Der Direktor unterbrach sein Gespräch, guckte mich an und dann schüttelte er ein bisschen den Kopf, aber sprach weiter, hat also nichts weiter gesagt. Aber das dauerte nicht lange, da sah die gleiche Geschichte, war dann mit dem anderen Ohr und auch da machte es auf einmal plopp, plopp. Ohr stand ab, der Direktor guckte mich wieder an, intensiver als vorher und dann fängt er plötzlich an, furchtbar zu lachen und sagt, Köfer, Köfer, Sie werden bestimmt mal Komiker. Auch vom Urlaub zurück? Ja, heute Morgen angekommen, haben mich großartig erholt, war wunderbar. Hat sie auch so prima Wetter? Natürlich hätte ich mich nicht so gut erholen können. Na, dann hast du dich wohl auch den ganzen Tag im Strandkorb geaalt. Was habe ich mich? Geaalt. Ja, 2 Kilo. Bitte? 2 Kilometer weiter gab es manchmal welche, aber nicht mehr, als ich kam. Aber ich habe dann doch noch welche gekriegt, als ersten Preis. Ersten Preis? Ja, Strandmeisterschaft, Federball. 59 Partien, jeder gegen jeden, dann alle gegen mich. Alle Partien gewonnen, 4 Aale. Gleich am ersten Morgen bin ich früh um 5 Uhr aufgestanden, runter zum Strand, sofort wieder zurück zum Hotel. Schippe vergessen. Schippe geholt, Strandboot gebuddelt. 1,50 Meter tief, 6 Meter Durchmesser, 2 Meter hoch. Bis 13 Uhr durchgearbeitet, 14 Uhr kam die Strandbootkommission. Erster Preis für beste Strandboot, 4 Aale. Oh, hast du denn auch mal geschlafen? Ja, hatte ja keine Zeit. Dirigentenwettstreit im Casino. Erster Preis? Nein, 2. Preis. Gott sei Dank, endlich mal keine Aale. Doch, 4 Aale. Ach, da gab es für den ersten Preis 8 Aale. Nee, Wartburg. Das ist ja zum Verrückt. Werden deine Arme. Die ist ja wirklich nicht zu beneiden. Nein, aber die kommt ja bald raus. Nicht raus? Aus dem Urlaub? Nein, aus dem Kahn hinaus. Zu viel Aale? Nein, Tischtennis. Arm gebrochen? Nein, Nasenbein. Nasenbein? Ich hole aus. Holst aus, ein kurzer Haken, K.O. Netzwechsel, 18, 20. 22, 30, passe. Ich ein Schneider, Reiz! Ich bin dabei, ich gebe. Dribbel, dribbel, ducke, dribbel, ja. schieß. Ich hole doch mal aus. Und raus, dann deine Frau hält den Kopf zu nah ans Spielfeld dran, rums genau aufs Nasenbein. Nein, das war ja gar nicht bei dem Spiel. Nicht bei dem Spiel? Nein, das war ja in der Nacht darauf, im Bett. Im Bett? Ja, spiel du mal 683 Partien Tischtennis hintereinander, ne? Ich kann nicht mehr. Du bist aber sehr nervös, du solltest mal in Urlaub gehen. Herbert ist ein alberner Lachwurzen, also da muss man wirklich aufpassen.
auch wenn man auf der Bühne, wenn es irgendwie komisch ist, dann ist es sehr gefährdet, dass man mit dem losgackert, so wie in der Schule, wenn man nicht lachen darf und dann trotzdem aber lacht. Mit welcher Perfektion und Sensibilität, ohne andere zu verletzen, er Witze macht. Wissen Sie, heute wird ja Witz und Comedy gemacht und da werden andere verletzt, beleidigt und verunglimpft. Das ist eine Art Humor, der handwerklich exzellent vorgetragen ist und der auch inhaltlich erwärmend ist und nicht zerstörerisch ist. Er hat einen ganz feinen Humor. Wenn er nicht groß, dann sitzt er ganz ruhig da und dann kommt plötzlich sowas rausgeschossen, ohne groß zu betonen oder so, ne? Und das kann er, das kommt ihm aber so. Das ist eine Art, die ich mag an ihm. Also das ist so. Meine Tochter, 17, unreif, hat sich in den Kopf gesetzt, mich mit einem Mann zu versorgen. Hm? Kollege Bechstein, stellen Sie sich das vor, ein Mann für mich. Nun hat sie auf eine Annonce geschrieben. Ohne mein Wissen natürlich. Und für heute Abend hat sie den betreffenden Herrn hierher eingeladen. Ich habe nun die ganze Familie weggeschickt, um die Angelegenheit ungestört mit Anstand und Würde aus der Welt zu schaffen. Dieser Herr Seidel wollte nur eine alte Uhr von mir kaufen. Und jetzt sehe ich dauernd zur Uhr, weil ich den Herrn noch erwarte. Verstehen Sie? Ja, ich verstehe. Habe verstanden. Eine unangenehme Geschichte, nicht wahr? Was einem die eigenen Kinder so für Schwierigkeiten machen. Ich hätte diesen Abend wahrhaftig nutzbringender verwenden können. Meine Arbeit schreibt sich nicht von selbst. Nein, das tut sie wohl nicht. Nun versetzen Sie sich mal in die Lage von diesem Mann. Ich tu's. Der kommt hierher, voller Hoffnung, mit einem Blumenstrauß. Ja, und muss erfahren, dass alles nur ein Jux war. Der Mann tut mir leid. Mir auch. Tja, aber ich muss ihm doch offen und ehrlich sagen, was los ist. Das muss ich doch. Ja, das müssen Sie wohl, ja. Küss mich. Natürlich. Bitte? Du sollst mich küssen. Biggie, was ist denn? Bitte küss mich doch einmal. Oh. Wie stellst du dir denn das vor? Sehr schön. Willst du mich noch lange warten lassen? Na, hast du was gefühlt? Ja, Ohrensausen. Er ist nie ordinär und das ist sehr angenehm. Er wird nie unter die Gürtellinie, weder mit Witzen, er lacht auch nicht über, wenn so, es gibt ja so Männergespräche, so, das ist ihm überhaupt nicht. Und dadurch ist er auch so ein Herr geblieben und ist er auch noch so sexy geblieben. Weil Männer, die so schmutzige Witze machen und so, oft so alte Männer haben doch dann so alte Männerwitze und reden über Dinge, die sie nicht mehr können oder was weiß ich. Das hat er gar nicht. Und das ist auch ein Zeichen von seiner... finde ich, als Mann hat er eine hohe Qualität. Er ist ein Herr. Er ist ein Herr. Diese Qualitäten schätzt sicher auch Heike an ihm. Die ausgebildete Sängerin ist seit 26 Jahren mit Herbert zusammen. Als es 1989 zwischen ihnen funkte, waren auch die Kollegen nicht weit. Ich war die allererste Kollegin, die Herbert und Heike zusammen erwischt haben. Ja. Damals bin ich ins Theater im dritten Stock in der Volksbühne gegangen und da sitzt an der Seite ganz verliebt ein Pärchen. Und ich bin erst halb vorbei und dann denke ich, Mensch, das war doch Herbert. Und dann war es Herbert. Das war Herbert und Heike und das war die erste Begegnung mit beiden zusammen. Und das ist nun auch schon wieder, weiß ich wie viele, zig Jahre her. Ich muss sagen, sie hat aus dem Mann mit der Lederjacke einen gut angezogenen Mann gemacht. Nach 10 Jahren wilder Ehe heiraten die beiden. Als Trauzeugen waren die besten Freunde Dietmar Schönherr und Wolfgang Lippert geladen. Die Feier war geheim und nur im kleinsten Kreis. Die Sonne schien, es war im Oktober und es war ein traumhaftes Wetter. Und wir sind bei Zeiten früh aus unserem Zuhause geflüchtet, damit uns auch wirklich niemand irgendwo erwischt und irgendwie was mitkriegt. Und dann ging es ab
ins Rathaus Köpenick. Sie ist einfach mein zweites Leben. Sie tut all die Dinge, die ich nicht beherrsche. Ich wäre ohne sie eigentlich nur halb so viel wert und könnte viele Dinge nicht machen. Eigentlich ist sie mein zweites Ich. Im Fernsehen hatte Herbert auch ein zweites Ich, Helga Göring. Meine Film-Fernsehfrau Helga Göring. Mein Film-Fernsehmann Herbert Köfer. Ja. Helga, wie oft waren wir eigentlich schon miteinander verheiratet? Herbert, was? Ich weiß. Unzählig. Nicht. Wir müssen bald Silberhochzeit haben. Ja, ich glaube auch. Vielleicht schon goldene. Ne? Was kümmerst du dich darum, ob der Junge. Ob der Junge mit Turnhosen ins Bett geht? Sag mal, was suchst denn du in der Kanne? Voll Deibe. Mir hat die Brühe gleich so komisch geschmeckt. So stark orientalisch. Vielleicht hast du mich jetzt vergiftet. Vergiftet? Hm? Ah, du, jetzt reicht's mir wirklich. Aber Mausepiepchen. Och ja, jetzt macht er wieder so ein Gesicht. Was meinst du, Paul? Ob mir die Locke toller auch stehen würde? Und ob? Wir waren durch diese Serie Rentner haben niemals Zeit so aufeinander eingespielt oder fast auch eingestellt aufeinander, dass die Leute nicht glaubten, dass wir nicht wirklich ein Ehepaar sind. Wir waren schon so oft miteinander verheiratet. Mhm. Immer miteinander, aber immer in anderen Ehen. Mhm. Und trotzdem sind wir nie geschieden worden. Nein. Voneinander. Ne? Das soll uns erst mal einer nachmachen. Ja. Es war gerade eine relativ schwierige Ehesituation, in der ich mich dann in den letzten 60er Jahren befand. Und da hat die Helga also fest zu mir gestanden, war mir immer eine große Hilfe, eine Hilfe darin, die Eheprobleme auch mal zu vergessen. So erfolgreich Herbert in seinem Beruf war, es gab auch Tiefen in seinem Leben. Seine erste Ehe mit Traudel ging nach 23 Jahren in die Brüche. Seine zweite Ehe wurde ebenfalls geschieden. Ob er da immer ganz glücklich durchgekommen ist, weiß ich nicht. Zumindest hat er sich von dem Schmerz nicht unterbringen lassen. Und ist dann auch nach der Devise, man kann hinfallen, man kann auch umfallen, man muss aber immer wieder aufstehen. Nach der Devise ist er auch immer wieder aufgestanden und hat an dem Glück immer seine Umgebung teilhaben lassen. Aber an den Niederlagen und an dem Schmerz und wenn er weint, da hat ihn noch niemand gesehen. Dann macht er das vielleicht so wie andere kluge Männer und geht in den Wald und macht das für sich alleine aus. Aber seinen Schmerz verbreitet er nicht und verteilt er nicht und das ist auch eine seltene Eigenschaft. Jeder Mensch braucht mal im Leben, ob er dumm ist oder schlau, einen Hinweis für die Ehe, einen Hinweis für die Frau. Und dann greift er kurz entschlossen, heimlich leis in aller Stille, zu dem Nachschlagwerk der Ehe, preisgekrönt von Stefan Wille. Wenn man sich mal sehr geliebt hat, muss man sich ja auch nach einer Trennung nicht anfeinden oder weiß nicht, nur die große böse Keule rausholen. Und das hat er uns auch allen vorgelebt. Ich vergesse niemanden, mit dem ich zusammengelebt habe. Die sind immer für mich da oder ich für sie da. Ich werde nie hassen oder Dinge vergessen oder Dinge nicht vergessen, die mich negativ zu dem Menschen mal in irgendeiner Auseinandersetzung dann hinterher später belastet haben. Das wird vorbei sein. Man sieht nur die guten Seiten, man sieht nur das, was schön war. Du bist ein alter Knacker, der schnarcht und furzt und immer neben die Brille pinkelt. Glaubst du, eine andere wird sich um dich kümmern, aber ich soll jetzt für dich da sein. Na, so gut bist du auch nicht mehr in Schuss mit deinem Rheuma und mit deinen kaputten Knochen.
Ich habe mich immer um dich gekümmert, um alles habe ich mich gekümmert. Du wirst schon sehen, wie du ohne mich zurechtkommst. Statistisch stirbst du sowieso vor mir. Nun, mit wem willst du bis dahin streiten? Na los. Gehen wir nach Hause und vergessen wir den Mist mit der Scheidung. Jeder Mensch braucht mal im Leben, ob er dumm ist oder schlau, einen Hinweis für die Ehe, einen Hinweis für die Frau. Im Jahr 1940 macht sich Herbert Köfer um Eheprobleme noch gar keine Gedanken. Er war noch ledig und mitten in seinem Schauspielstudium. Doch die Welt um ihn herum verändert sich immer drastischer. Deutschland ist im Krieg und die Nazis holen alle jungen Männer an die Front. Herbert gelingt es, seine Einberufung hinauszuzögern. Ein festes Engagement am Theater in Brieg hilft ihm dabei. Und hier bekommt er plötzlich die Chance seines Lebens. Herbert muss einspringen und die Hauptrolle im Stück Katte übernehmen. Für das Lernen des Textes hat er nur 24 Stunden Zeit. Und so gingen wir dann am nächsten Tag auf die Bühne. Der Gong ertönt, der Vorhang öffnet sich. Und Herbert hat kein Wort von dem Text gekonnt. Ich guckte ins Leere, mir fiel nichts ein. Ich ging zwei Schritte nach links, zwei Schritte nach rechts, machte eine Pause. Noch einen Schritt. Und dann fiel mir ein, wie steht es? Die Wilhelmine antwortete sofort darauf, schlecht. Wieder eine absolute Leere in meinem Kopf. Und dann ging das also so weiter. Ist es mal, was ich da fabriziert habe, war eine glatte Katastrophe. Und meine ganzen Gedanken gingen immer darauf hin, wenn der Intendant jetzt auf die Bühne kommt, dann wird er mich zermalmen. Er kam mit großen Schritten auf mich zu, baute sich vor mir auf, guckte mich an. Und ich dachte, ich falle jetzt um oder haut er mich oder was macht er? Und dann wurde das Gesicht des Intendanten etwas weicher. Und er sagte, Köfer, großartig. Diese bangen Minuten, bevor Sie anfingen zu sprechen, wie Sie das gespielt haben, großartig. Herbert hat seine Berufung gefunden. Doch die Zeiten sind schlecht. Nichts und niemand kann ihn vor dem Krieg bewahren. 1941 wird er nach Russland an die Front geschickt. Da war er gerade 20 Jahre alt. Ich fand das alles schrecklich. Je näher man dann an die großen Städte kam oder Menschen oder Tote gesehen hat. Es sind so viele Dinge, die dein Leben da in dieser Zeit verändert hatte. Und als es zu Ende war, als ich in Gefangenschaft geriet. Es war ein afrikanischer Soldat, ein Schwarzer in amerikanischer Uniform, und der Hands up gesagt hat. Und man hob die Hände und war glücklich. Die Angst war vorbei. Im Oktober 1945 wird Herbert aus der Gefangenschaft entlassen. In Berlin findet er schnell wieder feste Arbeit als Theaterschauspieler. Und 1947 heiratet er seine erste Frau Traudel, mit der er später zwei Kinder hat. Wir haben gelebt. Wir hatten das Leben erlebt. Wir haben den Krieg überstanden. Und man konnte nur glücklich sein. Und wir hatten nicht viel. Nicht viel Geld. Nicht viel zu essen. Aber mit jedem Stück Torte, das plötzlich neu auf dem Teller stand, war das Leben schöner.
Heute hab ich Zeit und Gelegenheit, einmal richtig aus mir rauszugehen. Heute hab ich Zeit und Gelegenheit, mit einem Mann wie Sie mal auszugehen. Oh nein, mit einer Frau wie Sie nach Haus zu gehen. Oh. Die Quelle der Schöpfung ist die Frau und die Schönheit der Schöpfung ist die Frau. Das schönste Teil, und das hat Herbert verinnerlicht und begriffen. Weißt du, dass ich jedes Jahr hierher zurückkomme, nur auf unseren Berg zu steigen? Für mich ist das immer noch unser Berg, unser Hotel, unsere Hütte. Was ist denn nun los? Die 2 Minuten sind noch nicht um, stecken Sie es wieder rein. Bitte sprich nicht zu mit Humpen, ja? Ich weiß, dir kann das nicht egal sein. Schließlich waren wir hier mal glücklich. Marie, jetzt werde ich aber langsam unwirklich. Und wieder rein, Herr Wieland. Und nun hat uns der Zufall wieder zusammengeführt. Die gleiche Hand, der gleiche Nagellack, der gleiche Lippenstift. Nur ein anderer Ring. Und ein anderer Mann. Also Marie, jetzt verlässt du bitte augenblicklich dieses Zimmer. 37,1. Marie, bitte merkst du nicht, dass er dir laufend Liebeserklärungen macht? Fragen Sie etwa nach unseren Alibis? Ja. Ich fürchte, wir müssen uns offenbaren. Ja, wir waren zusammen die ganze Zeit. Am Freitag, was haben Sie da gemacht? Herr Kommissar, diese Frage lässt die nötige Diskretion vermissen. Herr Dr. Meffer, in Ermittlungen bin ich grundsätzlich indiskret. Nun ja, ich habe eine gewisse Avancen gemacht. Avancen? Was ist das konkret? Ja, glauben Sie denn, wir sind schon jenseits von Gut und Böse? Wir haben es miteinander getrieben. Ist das konkret genug? Er ist ja absolut kein Greis, ne? Er kommt ja als Mann in Frage. Es ist ja das Erstaunliche, dass er mit seinen 94 Jahren noch sexy ist. Also wenn ich ihn so sehe und mit ihm rede, habe ich das Gefühl, ja, wenn ich nicht selber so alt wäre, könnte man sich was mit ihm vorstellen. Und ich denke mir, dass Seike auch mit ihm mehr macht, als sich was vorstellt. Und das hält ihn sicher auch jung. Also man muss ja schon mal, wir sind also Steinbock und Wassermann, was eigentlich schon mal gar nicht geht, sagt man. Weiß ich also nicht. Dementsprechend kann man sagen, unser Leben ist nicht uninteressant. Genau, ich habe Hörner. Unser Zusammenleben. Ich habe Hörner. Es ist nicht langweilig. Nein. Und ich finde das gut. Das Leben ist wie ein Konzert, hast du mich mal gelehrt. Mal im Chor und mal der Star, so ist es lebenswert. Gestern jung und morgen alt, das heute nur soll zählen. Das Leben ist wie ein Konzert und keine Melodie soll fehlen. Wir leben in Dur und Moll, leben Ton für Ton und Wort für Wort bis hin zum letzten Akkord. Was hast du denn da gelernt in der Zeit, jetzt, wo wir zusammen sind, von mir? Ich Das würde mich jetzt persönlich interessieren. Ich habe gelernt, dass ich nicht immer widersprechen sollte, sondern manchmal auch einen gut gemeinten Rat widerspruchslos entgegenzunehmen, genau. Weil ich merke, dass der nicht nur gut war, sondern dass er mir auch gut getan hat. Vielleicht könntest du mir das irgendwie das aufschreiben, dass ich das schriftlich kriege. Irgendwie. Ja. Schon schön. Ja. Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre spielt Herbert auf verschiedenen Berliner Bühnen. Auch am renommierten Deutschen Theater, mit dem er einen festen Vertrag hat. Doch ein neues Angebot lockt. In Adlershof wird erstmals Fernsehen entwickelt. Und man ist auf der Suche nach Schauspielern, die das sogenannte Fernsehversuchsprogramm mitgestalten. Herbert reizt das Unbekannte. Hier kann er ganz neue Wege gehen. So habe ich dann den Intendanten Langhoff gebeten, ob er mich aus dem festen Vertrag entlassen könnte. Und der war erst mal sehr verwundert und sagte, ich wundere mich, eigentlich sollten Sie ja
stolz sein. Stolz, einen Vertrag am Staatstheater, Deutsches Theater, zu haben. Mit diesen Regisseuren, mit diesen Kollegen. Das war auch natürlich ein kleines bisschen eine Arroganz. Die Rollen, die ich kriegte, waren irgendwo, dachte ich dann, immer zu klein. Und ich dachte, das ist Theater, ist für mich nichts, was ein völliger Blödsinn war. Ich hätte natürlich an dem Theater bleiben sollen. Wer weiß, wo ich heute stehen würde, das weiß natürlich kein Mensch. Mit der Entscheidung für das Fernsehen ging Herbert erst einmal in die Anonymität. Denn nur wenige Menschen besaßen zu dieser Zeit einen Fernsehapparat. Doch der damals 31-Jährige ließ sich nicht beirren. Auch Kritiken von Theaterkollegen stimmten ihn nicht um. Es hat mich dann nicht mehr gestört, dass die Kollegen über mich lachten und sagten, da macht der Fernsehen, keiner sieht ihn. Weil ich immer dachte, wartet mal ab. Irgendwann wird es ein Medium werden und da werdet ihr glücklich sein, wenn ihr da zu tun habt. Und es kam alles so, nicht? Irgendwo hatte ich damit immer recht. Am 21. Dezember 1952, an Stalins Geburtstag, ging das Fernsehversuchsprogramm auf Sendung. Herbert war von der ersten Minute an dabei und sprach die Nachrichten. An seiner Seite Margit Schaumeker als erste Fernsehansagerin. Das ist Meilreich, der Ansageraum. Und das ist eine Fernsehkamera. Ach, Sie glaubten, ich sei immer allein? Nein, unser Kollege Kameramann ist immer in meiner Nähe. Alles in einem kleinen Zimmer, was nicht einmal so groß war wie dieses hier. Mit einer Wärme, die durch die vielen Lampen, die wir für diese Kamera, die wir hatten, brauchten. Und da waren bis zu 60 Grad. Und da kann man sich vorstellen, wie wir da schwitzen, die Blätter, Papier, die vor uns lagen, auf denen da irgendwelche Texte standen, die wir später irgendwo sprechen mussten. Die waren so durchgeweicht, dass man die gar nicht hochheben konnte. Ich habe dich oft angesprochen in all diesen Jahren. Ich habe dir tief in die Augen gesehen und habe dich eigentlich gar nicht gemeint. Du hast mich immer ins richtige Licht gesetzt. Aber du hast mich auch, verzeih mir, wenn ich dir das jetzt hier sage, irgendwie ins Gerede der Leute gebracht. Eben. Durch meine übergroße Liebe zu dir. Einen Wunsch habe ich jetzt. Einmal, ein einziges Mal, möchte ich dir ganz nahe sein. Einmal möchte ich dich umarmen. Damals war das also so eine Apparate, ja, mit solchen Ikonoskopen und mit den Dingern mussten wir umgehen. Wir mussten anfangen zu lernen. Wie ist das, wenn du da reinguckst und da sitzt ein Mensch gemütlich im Sofa und sagt, na nu, macht mal was, ja. Aber da musste man lernen, wie sprichst du mit der Kamera? Nachrichten spricht Herbert Köfer nur wenige Wochen. Seine Passion ist, wie sollte es anders sein, die Schauspielerei. Erwin. Und Rüben, bitte sage Erwin nicht in einem solchen Ton. Ich weiß, ich heiße Erwin, aber wenn du so Erwin sagst, dann denke ich immer, dass das, was passiert ist, irgendetwas mit mir zu tun hat. Das hat es auch. Ich habe es gerade vorhin entdeckt. Etwas von mir? Was denn? Oh, Erwin, du liebst mich nicht mehr. Audrey, natürlich liebe ich dich. Vielleicht stehe ich nicht immer auf, wenn ich dich sehe und sage, Audrey, ich liebe dich, aber du kennst mich doch. Hm? Er kann zuhören, er analysiert die Menschen und kann mit jedem umgehen. Also kann mit jedem, er kann mit dem Wichtigtuer, Neureichen umgehen, er kann mit einfachen Menschen umgehen, er kann mit Schauspielern, er kann mit den Straßenarbeitern. Und das Schöne ist, alle kennen ihn. Er dreht sich nicht in seiner Berühmtheit, sondern er ist einer von denen. Der war bekannt wie ein bunter Hund. Und er hat eben auch so einen Mutterwitz gehabt. Ja. Aber dann andererseits, wie meine Tochter Nina sagte, ein Gentleman.
liebenswert, ohne Arg. Er ist schon jemand, der sehr ehrgeizig ist und der sehr genau ist und der auch streng ist. Also nicht nur gegen andere, sondern auch gegen sich selbst. Und somit ist das dann auch wieder okay. Gehen Sie mal rum, erkundigen Sie sich nach Distel. Da sagen 50% großer Idiot und die anderen 50% sagen sensationell. Bei Herbert sagen alle ein toller Typ. Herbert ist ein wahrer Alleskönner. Mit seiner Vielfalt an Auftritten, Rollen und Sendungen geht er bald in die Fernsehgeschichte ein. Er moderiert unter anderem die Kinosendung Hauptfilm läuft, später das Blaue Fenster und auch zweimal ein Kessel Buntes. Siehst du wohl, da Kinder, lange Schritte nimmt er. Voller Charme und Temperament, so wie man den Herbert kennt. Siehst du wohl, da Kinder, alles fröhlich stimmt. Außerdem macht Herbert Hörfunk und Kabarett und wird in der DDR ein Serienstar. Wer erinnert sich nicht an Geschichten über den Gartenzaun, Rentner haben niemals Zeit oder Neumanns Geschichten? Und immer wieder Unterhaltungsshows. Eine der ersten und populärsten war die Sendung Da lacht der Bär. Guten Abend, liebe Freunde und die verehrte Hörgemeinde. Herbert nennt man mich und ich komme von der Spree. Ab 1961 ist Herbert neben Gustav Müller und Heinz Quermann einer der drei Mikrofonisten. Da lacht der Bär, da lacht der Bär. Wenn dieses Lied erklingt, da lacht der Bär, gibt hin und her und fühlt sich so beschwingt. Wie wir beim letzten Mal versprochen, geht es stets so in 6 Wochen bei uns fröhlich und vorher. Da lacht der Bär. Lieber Herr Konsum, ich hätte gerne ein schönes Geschenk für meine Gattin zu Weihnachten. Oh, da hätte ich etwas sehr Exquisites. So? Wir haben nämlich gerade 100 Gläser grüne Bohnen hereinbekommen. Nein, ich brauche etwas ganz Besonderes für Weihnachten. Ja eben, das sind ja ganz besonders grüne Bohnen. So. Ja, sind aus Ungarn, Importe. Sieh, die sind sogar so weich, dass man die richtig essen kann. Ist wahr? Ja. Schade, dass wir solche schöne, weichen grüne Bohnen nicht herstellen. Oh, wir stellen ja auch erstklassige grüne Bohnen her. Aber die werden alle exportiert. Und warum das? Na, wo sollen wir sonst die Devisen hernehmen, um erstklassige grüne Bohnen zu importieren? Ach so, ja. Mir tut leid, wer sein Brot verdienen muss, indem er vor allen Leuten Possen reißt. Nie werde ich meinen Ruf als seriöser Künstler aufs Spiel setzen und dergleichen tun. Nie. Bestimmt nicht? Welche Frage. Ich lehne jeden äußerlichen Klamauk ab. Also dann vielen Dank für Ihren Besuch. Bitte sehr. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja. Wo so viele Talente so dicht beisammen stehen wie bei Herbert Köfer, das ist eigentlich was ganz Seltenes. Er hat sich da hineingedacht in diese Dinge und er hat das auch gut gemacht. Ich habe mir diese alten Sachen da irgendwie angesehen. Und der war wirklich damals alles. Er war Fernsehen. Herbert Köfer war Fernsehen. Alles antreten! Überraschend anders, nämlich brutal und menschenverachtend, zeigt sich Herbert Köfer in der DEFA-Romanverfilmung Nackt unter Wölfen. Er spielt den Hauptsturmführer Kluttich, der im KZ zum Verwalter des Todes wird. An seiner Seite erstklassige Schauspieler wie Armin Müller-Stahl. Wer ist das polnische Schwein Kopinski? Herkommen! Wo ist das Kind? Wo das Judenbalk ist, will ich wissen! Antworten Sie! Köfer ist sich der großen Verantwortung, die er mit dieser negativen Rolle übernimmt, bewusst. Doch bis dato kennt ihn das Publikum hauptsächlich aus heiteren Rollen. Und das war das, wovor ich immer Angst hatte. Dass man mir die Rolle nicht abnimmt. Dass man vom Zuschauer her sagt, nee, also so, den Köfer, der ist Komiker, der ist, ja,
Da glauben wir ihm die Rolle nicht. Damit beschädige ich die Rolle, weil ich das, was die Rolle aussagen muss, nicht erfüllen kann. Aber der Frank Beyer hat sich schon Gedanken darüber gemacht. Genau das wollte er. Er wollte eine Figur, die also so aussieht, wie ein nicht von vornherein aussieht wie ein Bösewicht. Aber er wirkt in seiner Handlung böse, in dem, was er tut. Stimmen die Namen auf? Es ist 12:05, Herr Lagerführer. Keine Zeit, darüber nachzudenken. 46 Namen. Wenn nur die Hälfte davon der Organisation angehört. Umlegen. Die ganze Rotte. Die Premiere des Films findet im April 1963 im Berliner Kino Kolosseum statt. Auf dem Weg dorthin wird Köfer erneut von großen Zweifeln eingeholt. Wir sind auf dem Weg zum Kino und es kommt uns eine Gruppe junger Leute entgegen. Und die entdecken mich da und fangen laut an zu singen. Da lacht der Bär, da lacht der Bär. Und jetzt kriegte ich einen furchtbaren Schreck, weil ich sagte, also das kann sein, dass die Zuschauer mir die Rolle nicht abnehmen. Und ich dachte, wenn ich da auf der Leinwand erscheine, lachen die Leute da, weil sie mich also in der Figur des Mikrofonisten Herbert Köfer sehen. Und so habe ich mit schwitzenden Händen im Kino gesessen. Und dann kam ich in einer Großaufnahme und die Leute waren still. Die haben nicht gelacht. Und ich wusste, die Rolle neben mir, die Zuschauer nehmen mir die Rolle ab. Da war er für mich richtig wandlungsfähig. Also ich meine, diese Bösartigkeit, die der da hatte, diese Strenge und mit allem, was denn zu dieser Figur, also ich habe mich richtig gefürchtet vor dem. Und das sollte ja auch so sein. Und das, fand ich, hat er glänzend gemacht. Naja, also ich meine, für solche Rollen wie den Kluttich oder so, da hätte er in Amerika garantiert Golden Globe oder einen Oscar gekriegt, ne? Siehe Walz. Ne? Also das ist unglaublich gut gewesen. Ne? Nur 2 Jahre später ist Herbert wieder in einer Charakterrolle zu sehen. In der Hans-Fallada-Verfilmung Wolf unter Wölfen spielt er den hilfsbereiten Gutsverwalter von Stuttmann. Prackwitz, ich habe entdeckt, dass sich 99% aller Menschen sehr um das Geld quälen müssen. Dass sie Tag und Nacht daran denken, davon reden, es einteilen, sparen, wieder neu anfangen. Kurz, das Geld, das ist, worum sich die Welt dreht. Ja, aber ist das denn richtig? Ist das denn etwas schön? Bloß leben, um das bisschen Hunger satt zu kriegen? Gewiss ist das nicht richtig. Gewiss ist das nicht schön. Aber wenn es so ist, dann darf man doch nicht einfach die Augen zukneifen. Da muss man sich doch fragen, wie ändert man das? An Köfers Seite spielt Wolfgang Langhoff. Er hatte hier die Rolle des Rittmeisters, war außerdem Intendant am Deutschen Theater und einer der renommiertesten Schauspieler und Regisseure der damaligen Zeit. Auch Anne-Kathrin Bürger kann sich gut an die Dreharbeiten erinnern. Beide hatten wir ziemlichen Schiss vor dem alten Langhoff. Der alte Langhoff war eine Institution, der erste Intendant, der große Intendant am Deutschen Theater. Die, wie soll ich sagen, den Respekt vom alten Langhoff, ja, der also sehr liebenswürdig war, aber auch sehr, also bekannt ist, sehr scharf und so, ja, mit seiner Aussprache war und alle ein bisschen, also diesen Respekt hatte Herbert auch. Leider war er ja schwer krank und hat, als der Film aufgeführt wurde, im Krankenhaus gelegen. Und man wusste, dass er das Krankenhaus nicht lebend verlassen wird. Der Einzige, der ihn besuchen durfte, war Hans-Joachim Kasperk, der Regisseur. Und er hat ihm, als er ging, auch gesagt, bestellen Sie den Herbert. Schöne Grüße, und er ist auf dem richtigen Weg. Er soll so weitermachen. Das war schon dann ein großes Wort.
was man sehr ernst nehmen sollte. Und ich habe das auch sehr ernst genommen. Ich wüsste gar nicht, wer das hätte anders oder besser oder überhaupt hätte spielen können. Zwei solche Bombenrollen, die in zwei so großartigen Filmen waren, damit müsste er gar nicht alle anderen Rollen noch anführen. Die würden für manche reichen, oft, ne? Zu sagen, das muss man erst mal einer nachspielen. Immer wenn der Vorhang aufgeht und ihr sehr gespannt heraufseht, sehe ich im Dunkeln kein Gesicht. Die Wege zum Applaus sind selten eben. Das Leben ist ein Spiel, das Spiel mein Leben. Befassen soll man sich mit Dingen, zu denen man berufen ist. Du kannst nie eine Kunst erringen, zu der du nicht befähigt bist. Hier kannst du viel, dort kannst du wenig. Dies machst du gut und jenes schlecht. In deinem Handwerk bist du König. Auf falschem Platz bleibst du ein Knecht. Am Theater am Kudamm treffen wir Herbert Köfer zusammen mit Winfried Glatzeder. Die zwei Schauspiellegenden haben hier Pension Schöller gespielt. Die Komödie war ein Dauerbrenner. Ah! Onkel Ludwig! Ich niege dir zu Füßen! Und flehe dich an. Lass mich heute Abend zwei Gedichte deklamieren. Nein! Nein, nein, nein und nochmals nein! Er lässt mich nicht! Er lässt mich nicht! Er nässt mich nicht. Er nässt mich nicht. Wunderbar, zu Achim Wolf. Ja. Das war eine schöne Szene. Ich weiß, du hast mich in der Schlussszene immer so in den Rücken gekniffen, weil du die Hosenbänder, die du eigentlich fassen solltest, immer nicht zu greifen bekamst und hast immer, meine ganze Rückenhaut ist heute noch irgendwie so ganz gezogen. Ja, ich kann mich nur erinnern, dass wir zusammen in Der Mann, der nach der Oma kam, gespielt haben und dass ich große Ehrfurcht vor dir hatte, weil du so alt aussahst und nein, weil du das wunderbar den Bürgermeister gespielt hast unter der Kuratel von Marianne Wünscher, mit der ich zusammen an der Volksbühne war und ich wusste, was das für eine resolute Frau ist. Was ist denn mit den Sesseln? Seid ihr schon fertig? Haben Sie nicht eine Idee? Mich fahren immer alle, aber ich kann mir doch auch keine Antworten ausspitzen. Sagen Sie mal, Herr Kotschmann, Ihre Frau ist doch nicht berufstätig. Das sagen Sie so. Die leitet ein Haushaltsreinigungskombinat mit zwei Gesellen. Am besten hat mir von meiner Rolle aus gesehen dieses Einstellen der Antenne gefallen. Ja, wirklich. Und damals haben die oben an einem Dach, das haben wir auch in Kleinmachnow in unserem Haus gedreht. Nein. Zum ersten du hast Mal. Also, da alles vermarktet. Das, jetzt gesehen, weiß ich, warum du da so habe ich zum ersten Mal gesehen, dass ich das nie wieder mache. Ja, wie ist denn jetzt? Wie ist denn jetzt? Schnee. 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 Aha. Und jetzt? Und jetzt? Geister. Geister. Geist? Aber jetzt? Aber jetzt? Flau. Sauer. Sauer, aha. Sauer. Ich bin sauer. Oh, Günther, du mach jetzt keine Witze. Gleich kommt eine Sendung, die ich nicht verpassen darf. Wir mussten dann hinterher, weil gesagt wurde, wir bringen die Maler, weil sie also auch die Tapete musste da weg, weil das blendete oder was. Und dann haben sie gesagt, es kommt ein Maler von der DEFA und der wird das alles in Ordnung bringen. Auf den Maler habe ich 2,5 Jahre gewartet. Ja. Hast du wenigstens keine Fremden ins Haus gelassen? Ivo, nein, Altbekannte. So, dann habt ihr hinterher hoffentlich aufgeräumt. Ja, ich bin ja 7-mal bin hin und her gefahren. Ja. Was heißt hier hin und her? Wo bist du hin und her gefahren? Ja, auf dem Platz da, wo immer diese Gerümpelauktion ist. Was hast du denn da gemacht? Ja, weißt du, unsere Möbel, weißt du? Unsere schönen Möbel hast du da hingebracht? Ja, bloß das, was noch zu gebrauchen war. Schnurri, kanntest du eigentlich
unseren großen, schönen Spiegel, der da im Flur stand. Ob ich den kannte? Das einzige Erbstück, was ich mir von Tante Alisa erkämpft hatte? Ja, ja, siehst du? Und dieser Erbspiegel, der war im Wege, ja? Also, das ist eine Erklärung wert. Ja. Der Paul wollte unbedingt den Flohwalzer spielen. Hugo, auf unserem winzigen Korridor, da passt doch ja kein Klavier hin, die Schei, man kann das doch ja nicht umdrehen. Ja, früher nicht, ne. Aber jetzt ist ja Flur, Toilette, Wohnzimmer, Schlafzimmer, ist alles ein einziger schöner großer Raum. Ich bin sprachlos. Das ist so, hat ihm jede Katastrophe sein Gutes. Ach, die Kotschfrau und der Kotschmann. Ach, herzlich willkommen. Und du hast so grandios gespielt auf der Dachterrasse. Daran erinnere ich mich, weil da der Kameramann von diesem Tag an mein Feind war. Feind? Wir haben in Etappen gedreht und wir hatten eine lange Zeit Pause. Deswegen warst du so. Und wir waren in Jugoslawien im Urlaub. Und ich hatte vorher schon gedreht. Und in Jugoslawien habe ich etwas getan, was man natürlich als anständiger Schauspieler, wenn man gerade einen Film macht, nicht tun sollte. Ich habe mich in die Sonne gelegt und kam so was von braun zurück, dass der sofort die Hände über den Kopf zusammen schlug. Herbert, du bist doch ein Profi, warum machst du das? Und sagte hinterher, was machen wir bloß? Und dann hat die Maskenbildnerin, die auf den Auftrag gehabt, dieses irgendwo kameramäßig etwas auszugleichen. Und deshalb werde ich dich jetzt rausschmeißen. Günther! Aber Günther, Erna! Tun Sie das bitte nicht. Er ist der Einzige, der Ihnen und mir jetzt noch helfen kann. Wenn ich diesen Film jetzt sehe und man achtet genau darauf, dann sieht man, dass hierüber bin ich weiß wie ein Clown. Ja. Und man sieht dieses Dunkel und da schien das Braune durch. Braun gebrannt kam Herbert Köfer auch oft von der Ostsee zurück. Wir treffen ihn mit seiner Frau Heike und seinen beiden Hunden in Warnemünde. Die Ostsee hat einen festen Platz in Herberts Leben. Der 94-Jährige liebt Strandspaziergänge und hat eine Schwäche für kleine Steine. Hühnergötter, die Glück bringen sollen. Ich bin manchmal abergläubisch, ja. Aber darüber spricht man nicht, sonst wirkt der Aberglaube ja nicht. Lass mich doch bitte mit deinem Aberglauben entziehen. Das ist kein Aberglauben. Das ist eine ganz nüchterne Tatsache. Wenn man den Salzstreuer umwirft, dann entsteht Streit. Aber niemals. Aber doch, immer. Ja, aber wie kann man nur so hinterwäldlerisch sein? Du brauchst gar nicht so fortschrittlich zu tun mit deinen komplizierten Worten. Das ist doch alles Humbug, verdammt nochmal. Das ist gar kein Humbug, verdammt nochmal. Du siehst ja, wir haben ja schon den schönsten Streit. Aber ich habe den Salzstreuer noch gar nicht umgeworfen. Ja, aber du wolltest es. Ja, aber warum sollte ich? Ja, weil du streitsüchtig bist. Du wolltest dich mit mir streiten. Und deshalb hast du vorher vorsichtshalber den Salzstreuer umwerfen wollen, weil du glaubst, dass es dann bestimmt zum Streit kommen wird. Ja, aber ich glaube ja gar nicht an so einen Quatsch. Weshalb schreist du denn dann? Hast du gar nicht nötig? Hast ihn ja gar nicht umgeworfen? Ja, ich schreie, weil du mich nicht in Ruhe trinken lässt. Nein, weil du mich ins Unrecht setzen willst. Du willst beweisen, dass es auch zum Streit kommt, wenn man den Salzstreuer nicht umwirft. Aber das gibt's nicht. Der Streit ist ganz umsonst. Ja, also gut, damit der Streit nicht umsonst ist, damit du deine Ruhe hast und ich meinen Frieden, da stoße ich den Salzstreuer jetzt richtig um. Hinterher, das gilt nicht. Du, wer selbst im Glashaus sitzt. Ja, Glück und Glas, wie leicht bricht das. Die Ostsee ist für Herbert mit vielen Erinnerungen verbunden. Nur wenige Kilometer von hier entfernt in Ahrenshoop hat er fast 40 Jahre ein Ferienhäuschen besessen. Das war ein kleines Häuschen. Und da konntest du da sehr gemütlich leben und konntest sogar ein paar Gäste empfangen abends, wenn man da beim kleinen Gläschen saß und sich das Leben so schmecken lässt, so wie man die Ostseeluft schmeckt, die schmeckt man. Na und du, wie war denn die erste Urlaubsnacht? Na, von wegen Urlaubsnacht, keiner war da. Na, wir sollten noch kommen. Susi nicht, die Kinder nicht, keiner. Ach, ja, ach. Ganz alleine habe ich in meinen vier Betten geschlafen. Nein.
Ja, selbst Susi hat fremd gepennt. Na, was es so gibt. Da hast du dich mit der Flasche getröstet, weißt du? Ja. Aber ab heute kenne ich keinen Alkohol mehr. Ah, jetzt weiß ich, was ich mir bestelle. Eier. Eier sind immer reell. Was haben wir denn da? Eier hart, Eier weich, Eier im Glas, Spiegeleier, Rühreier mit Schinken, Eiersalat, Eier mit Lachs? Ja, die Hühner haben hier einen flotten Hintern. Das Ferienhäuschen hat Herbert mittlerweile verkauft. Aber der Ostsee ist er treu geblieben. In Warnemünde hat er ein neues Quartier gefunden und einen Platz, an dem er sich in Ruhe von der Arbeit erholen und auf neue Projekte vorbereiten kann. Das Theaterstück Opa ist die beste Oma ist im Januar in der Komödie in Dresden zu sehen gewesen. Herbert spielt die Hauptrolle und steht fast 2 Stunden nonstop auf der Bühne. Allerschönsten guten Morgen. Guten Morgen. Ja, mein Name ist Georgina Wilberforce. Können Sie hell sehen? Nein, ich bin kurzsichtig. Ich finde das schon erstaunlich. Ich meine, wissen Sie, mit 94, also er spielt noch Theater, du musst da Texte lernen. Ich merke ja bei mir selbst, wie es mir schwerfällt, manchmal Texte so von, ob jetzt, das funktioniert nicht mehr. Man muss wie ein Büffel arbeiten und trimmen, dass man die Texte in den Kopf kriegt, ne? Er ist nicht gealtert. Das ist natürlich wirklich was Schönes. Also er geht rein optisch für 20 Jahre jünger weg. Ich habe das Gefühl, das ist ein Mensch, der sehr in der Gegenwart lebt. Absolut. Ich glaube, das ist auch das Geheimnis seiner Jugend, dass er so absolut sich für das Heutige interessiert, noch topfit ist, alles sofort mitkriegt, was los ist. Und da kann mancher Junge sich was abschneiden, auch an Präzision, auch an so Einstellung zum Beruf. Guten Abend. Guten Abend, mein Name ist Taylor. Donnerwetter. Sehen alle Taxifahrer heutzutage so vielversprechend aus? An Herberts Seite spielt auch seine Frau Heike. Die beiden sind nicht nur privat, sondern auch beruflich ein Paar. Fast 39 Jahre Altersunterschied liegen zwischen ihnen. Aber gestört hat das nie. Ganz im Gegenteil. Ich bin natürlich an der Seite von Herbert da jetzt auch gewachsen und in die Sache reingekommen. Und so war es für mich nicht so schwer, weil ich habe ihn ja als Partner und auch auf der Bühne hilft er mir ja weiter, wenn er da ist. Und ich weiß einfach, ich kann mich auf ihn verlassen und er sich aber auf mich auch, ja. Wie gesagt, man wächst einfach am Partner, man entwickelt sich weiter, man sieht andere Dinge auch an, also die Dinge anders als vorher. Statt talken. Oh. Ihr seht aus wie Schweine im Weltall. Vorsicht, mein Lieber, ich bin immer noch deine Mutter, ja? Stopp! Ja. Warte mal, der hieß, das ist 107 geworden. 108, glaube ich sogar. Ja, ja. Wahnsinn. Aber der wurde dann schon auf die Bühne getragen. Ja, und? Weiß. Ich noch nicht. Ich habe neulich hier, als wir heute gemerkt, du läufst auch nicht mehr ganz Nein. Also ich habe durch mehrere... Man merkt es. Also als wir uns das letzte Mal gesehen haben, da warst du flotter wie so ein richtiger Jüngling. Weißt du, Herbert, ich weiß nicht, ob du die Erfahrung auch gemacht hast, alt werden ist ein Prozess, der ganz schnell und plötzlich kommt. Ja, ja. Ich habe bis 69,5 Jahren gedacht, ich bin noch so 50. Ja. Und auf einmal habe ich all das. Ich kann, wenn ich aus dem Auto aussteige, gar nicht weiterlaufen, weil ich mich erst mal sammeln muss und meine Glieder wieder in Bewegung bringen muss. Also ich, Alle Glieder. Und beim Sprechen ist es so, wenn mich jemand was fragt, dann muss ich nachdenken, nicht weil ich das intelligenteste Lösung für die Antwort finde oder ein Wort, sondern weil ich Wortfindungsstörungen habe. Ja. Ich stehe pünktlich 5 Uhr früh auf und steige mit nassen Füßen in die nackte, kalte Wanne. Mit kalten Füßen in die kalte, nackte Wanne. Mit nackten Wangen in die kalten, nassen Füße. Mit nackten Füßen in die nasse, kalte Wanne. Oh, da kommt aber ein Püppchen. Oh. Püppchen, du bist mein Au, meine Frau, wie kommt die?
Tag. Guten Tag. Menno, ist hier keiner? Ach, da drüben. Ach, entschuldigen Sie, können Sie mir vielleicht sagen, wo ich den Rezeptionschef finde? Ja, könnte schon. Aber Sie wollen nicht? Ja, aber wo wollen schon? Ne? Dann würde ich... Martin! Mausepiepchen. Die Zuschauer lieben und verehren Herbert Köfer in seinen unzähligen Schwenken und Lustspielen. Insgesamt 7-mal wird er zum Fernsehliebling der DDR gekürt. Doch es gab auch Kritik an seinen Rollen. Vor allem daran, dass er der leichten Muse näher zu sein schien als dem dramatisch ernsten Fach. Dann waren eben viele, die gesagt haben, was machst du diesen furchtbaren Quatsch mit den Schwenken? Die Kritiker haben mich verrissen. Es war ja manchmal so unglücklich, dass am Sonnabend lief ein Schwank und am Sonntag lief eine dramatische Sendung, in der ich auch drin war. Und dann haben die Kritiker geschrieben, hinterher den Schwank verrissen. Und wenn das andere sagten, na, er kann es doch anders. Warum endlich wird sich der Köfer nicht besinnen und aufhören, diese dämlichen Schwenke zu spielen? Es hat mich im Anfang dann schon sehr getroffen. Das ist aber nett von dir. Du meine Güte, Herr Bechstein, was haben Sie denn? Entschuldigen Sie bitte vielmals, ich bin es nicht gewohnt, von hinten angesprochen zu werden. Später habe ich es einfach hingenommen und musste natürlich auch sagen, ich mache keine Lustspiele mehr. Aber das habe ich nicht lange durchgehalten. Und ich habe mir wieder gesagt, dem Heiteren mehr Ernst und dem Ernst mehr Heiterkeit. Eine merkwürdige Eigenschaft oder Eigenart des deutschen Publikums ist, einen Unterschied zwischen der ernsten und der heiteren Muse zu machen. Und in einem Schauspieler oder in jedem Menschen liegt ja die Bereitschaft für alles drin, von der Spaßhaftigkeit bis zur Trauer. Jede Empfindung ist ja in jedem Menschen vorhanden. Und jeder wirkliche Schauspieler kann natürlich auch alles ausdrücken. E und U, also Unterhaltung oder Ernste. Das berühmte E und U. Und da hat Herbert wahrscheinlich immer ein bisschen den Komplex gehabt, dass er auch als E-Schauspieler ernst genommen wird. Was er hervorragend war, wie er ja bewiesen hat. Mensch, Schulze, Lier, was verstehst du schon davon, wie bei den preußischen Soldaten zugeht? Halt das seinen Mund! So, dann kann ich jetzt den Kaffee ein... Nein, bitte, bitte! Ich mach das schon. Ja. Oh... Heitere Kunst zu machen, ist manchmal schwerer, als wenn ich ein Hamlet spiele oder sowas, ja. Und das ist die Kunst, die schwer zu machen ist. Also, oder wie der Brecht sagt, das Einfache, was schwer zu machen ist. Ja? Und das hat er aber gut gemacht. Das, was er gemacht hat in der leichten Unterhaltung, das war eben richtig gut. Meine Damen und Herren, es scheint mir an der Zeit zu sein, dass diesen Auswüchsen der primitiven und billigen Unterhaltung Einhalt geboten wird. Und das mit allem Nachdruck. Und deshalb rufe ich Sie auf den Rängen. Rufe ich Sie auf, auch auf den Rängen. Schließen Sie sich meinem brausenden Protest an und sagen Sie mit mir diesen niveaulosen Quatsch den Kampf an. Dann werden unsere Fäuste auf diese hartnäckige Front spalten und zerschlagen. Auch wenn manche Kollegen mich eben kritisieren und sagen, das ist so der Köfer, das ist so ein Allesmacher, der macht alles. Wenn du ihn anbietest, der überlegt nicht, der macht das. Ja. Das war sehr hässlich, das zu sagen. Aber heute mit klarem Gedanken sage ich manchmal, hatte ja recht. Wenn ich alles richtig gemacht hätte in meinem Leben,
dann hätte man vielleicht bei manchen Dingen etwas kritischer sein müssen und sagen, nee, das mache ich nicht. Wenn Herbert mal nicht im Rampenlicht steht, dann kann man ihn zusammen mit seinen Hunden am Ostseestrand wieder treffen. Die Bulldoggen Androklus und Pauline sind der perfekte Ausgleich zur Arbeit. Vor allem der starrköpfige Androklus hält Herbert auf Trab. Er ist manchmal ein etwas eigensinniger oder Eigenbrödler. Er pariert, wenn er will, sehr gut, aber er will selten. Nicht wahr, mein Junge? Für mich, ich muss jetzt von mir sprechen, ist ein Hund immer ein Mensch. Und das ist das Falscheste, was man machen kann. Also daran sieht man, dass ich keine Begabung für Hundeerziehung habe. Die sind total unerzogen. So würde ich das jetzt nicht sagen. Dass sie sich so Pauline entwickeln, das ist meiner Frau zu verdanken, die ein wenig weiß. Ja, und konsequenter ist vor allen Dingen. Aber ich sage immer, du bist ein Mensch wie ich. Und da ich auch unerzogen bin, da kann man sich vorstellen, wie das mit den Hunden ist. Wollen Sie sonst noch irgendwelche Antworten haben? Wenn man ihn umarmt, hat man immer so ein bisschen das Gefühl, ach, er ist ein ganz Lieber. Er ist ein ganz guter. Er hat irgendetwas in seinem Inneren, wo man sagt, du hast eine Seele. Du denkst auch an mehr Dinge, die es auf der Welt gibt, als nur dich allein. Das spürt man bei ihm. Das strahlt er aus. So wie so eine ganz kleine Träne oder so eine ganz kleine Tragik. Irgendwo hat er etwas in sich, das den Menschen eigentlich ausmacht. Dass man sagt, er ist nicht nur ein Schauspieler, er ist ein Mensch. Schaut sie mal da. Kennen Sie die beiden? Ja. Wer ist das? Meine Tochter. Miriam ist Herberts jüngste Tochter. Und zusammen mit Enkelin Alice überrascht sie ihren Vater 1994 in einer Talksendung. Das sollte eine Überraschung sein. Es ist die Tochter und die Enkelin. Entschuldigung. Ja, hat das Ihnen schon... Ist Ihnen gefallen? Ist die Überraschung gewählt? Ja, muss heulen. Entschuldigung. Oh. Sie haben noch mehr Kinder. Was machen die denn? Mein Sohn ist Kameramann. Ja, Ihr Sohn ist ein sehr guter Kameramann. Ich glaube schon, ja. Der ist so gut, dass wir auch heute Abend auf seine Dienste nicht verzichten wollten. Ja. Da ist er. Haben Sie schon mal zusammengearbeitet? Ja, das müsste man sagen. Ich habe jetzt an einen Film haben wir zusammen gemacht. Und wissen Sie, wie dieser Film hieß? Rabenvater. Ich glaube, dass Herbert Koewer mit seiner tiefen Menschlichkeit tiefste Abneigung gegen jegliche Gewalt und Bevormundung anderer hat. Ich glaube, der ist von seinem ganzen Leben her, von seiner Lebensauffassung, ist er der friedlichste Mensch, den ich mir vorstellen kann. Er verträgt alles, aber nicht, wenn irgendwo eine Ungerechtigkeit geschieht. Also das ist so ein Hauptmerkmal von ihm. Und er ist sehr harmoniebedürftig. Streit ist nicht so, findet er nicht so toll. Also da ist auch in jeder Partnerschaft gibt es mal irgendwas, aber da ist er auch immer der, der sofort wieder irgendwo Harmonie sucht und alles wieder ins Lot bringt. Wir sind mit Herbert Koewer und seinem Freund Frank Schöbel in einem Berliner Tonstudio verabredet. Hier möchte Frank Herbert einen Geburtstagswunsch erfüllen. Eins, zwei, drei. Was wäre dann? Was wäre dann? Ich meine nicht. Herberts Wunsch ist es, das Friedenslied Was wär wenn noch einmal neu zu singen. Frank hatte die Melodie bereits vor vielen Jahren geschrieben. Mit dem heutigen Einspiel bekommt der Titel einen aktuelleren Sound. Okay, sehr gut. Wunderbar. Ich bin
manchmal nicht mehr in der Lage, eine Zeitung morgens aufzuschlagen, um zu lesen, was da schon wieder alles drinsteht. An Zerstörung, am Umbringen von Menschen. Und es gibt ein wunderschönes Gedicht, ich kann es nicht so voll auswendig. Einen Tag zu erfinden, einen Tag zum Festtag zu machen. Nämlich einen Tag, an dem kein Schuss fällt. Das wäre eine Aufgabe. Was wäre das für eine Welt? Manchmal lieg ich am Abend, hab einfach Angst um alles, was ich liebe, ganz einfach Angst. Was wäre wenn? Was wäre wenn? Was wäre wenn die Welt versinkt im Wahnsinn dieser Zeit? Ich habe Angst, es stirbt die Welt durch Menschen, die an Liebe leer. Manchmal lieg ich am Abend noch ruhelos wach, denk über diese Dinge und darüber nach. Es darf nie, nie so sein. Wollen Sie nicht doch so einen ganz kleinen? Nein, nein, danke. Nein, wirklich, nein, auch keinen ganz kleinen. Aber wenn Sie trinken wollen, bitte bedienen Sie sich doch. Ich trinke ja nicht. Ist ja nur wegen der Gastfreundschaft. Man möchte ja was anbieten. Der Bottlmeier-Sketch war legendär. Frank und Herbert spielten ihn regelmäßig und tourten mit ihm sogar 2 Jahre durch die DDR. In der Silvestersendung 1991, der letzten Sendung des DDR-Fernsehens, durfte er natürlich auch nicht fehlen. Der nimmt so ein Glas, gießt es voll bis zum Rand, dann lässt er seine Knollennase über dem Glas kreisen und dann stößt er so gurrende Laute aus, so schluck. Wie macht er? Der nimmt das, gießt das voll bis zum Rand und dann diese Laute, dieses Schnurr, 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 hau ruck, zuck. Nein, nein, nicht Schnurr, Schnurr, nein, 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 nein. Passen Sie auf. Also er nimmt das Glas, gießt es voll bis zum Rand und dann stößt er diese gurrenden Laute aus, diese. Schluck. Also, dass da einmal richtig Schnaps drin war, Korn. Ja, genau, da war diese Halunken und da waren wir das erste Mal eigentlich richtig wütend auf die Band. Weil die haben hinter der Kulisse gestanden und sich halb kaputt gelacht und wir mussten unentwegt wieder eingießen und wieder trinken. Der Sketch wäre kaputt gegangen, wenn wir das. Hast du das erste Mal geschluckt? Hast du das erste Mal, du ziehst nach. Ich habe dann hier angehalten und habe es nach hinten geschossen. Und zack! Der war ja hochprozentig. Der war gut. Das waren 60%. Nee, 40. Ja, 40, naja. Obwohl, sonst hört da keiner zu. Klar, hört da keiner zu. Weil wir sollen ja die Leute, die Menschen sollen ja sagen, Mensch, das Mensch, die haben ja Steher, was, wenn die den 60%igen dahinter sind. Er hat uns durch sein schlechtes Beispiel den Alkoholmissbrauch ganz schön klar gemacht. Er hat den schön klaren Alkoholmissbrauch. Jawohl. Nieder mit Bottlmeier. Ein Krone der Gemütlichkeit. Ein Lied. 3, 4. Und ich hatte noch einen Titel geschrieben, der letzte macht das Licht aus, für mich sowieso. Und dann hat Herbert gesagt, wie gesagt, weil er gerne singt, lass uns das zusammen machen. Haben wir noch mal ein bisschen Bottlmeier gespielt, noch mal den Sketch gemacht, kurz angerissen und dann das Lied gesungen. Das passt ja, trauriger. Hi,
Ich war auch dabei, als dieser schreckliche Abend war für uns alle. Also ich weiß gar nicht, ob schon jemals so viele Kollegen gleichzeitig Tränen in den Augen hatten. Denn Herbert hat ja nicht nur Fernsehen begonnen, sondern hat auch den Sender zugeschlossen. Und wir haben wirklich alle, also gerade noch so die Kameras liefen, da hatten wir nur Tränen in den Augen. Und wir haben uns in den Armen ja gelegen, ohne zu wissen, was überhaupt daraus wird. Jetzt ist zu Ende mit einer Geschichte, die man zwar nicht löschen kann, aber die irgendwo jetzt in den Schrank eingeschlossen wird. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, bleib mir so lange fort. Beim nächsten Mal wird's wieder schön, drauf haben wir unser Wort. Als die Uhr auf 0 Uhr zuging, 2 Minuten vor 0 Uhr, also bevor das neue Jahr begann, sind wir vom Sender genommen. Also wir durften und konnten nicht Prost Neujahr sagen, sondern es war einfach dann Schwarzblende und es wurde übergeblendet nach Babelsberg und der Rundfunk Brandenburg, ORB, übernahm. Und wir hatten dann hinterher Interviews von Leuten, die uns natürlich alle gar nicht kannten. Und es war manchmal sehr ulkig. Mich hat man als Schlagersänger interviewt, Frank als Schauspieler. Aber ein Ende kann ja auch ein neuer Anfang sein. Herbert war der erste Schauspieler, der mir und ich ihm ganz kurz nach der Wende in die Arme fiel. Und das war das Tolle an unserer Bekanntschaft. Das sagen wir auch heute, wenn wir uns treffen, immer noch. Wir begrüßen uns immer ganz, ganz herzlich und liebevoll, weil es war so spontan. Wir hatten Proben im Hansa-Theater und da kommt ein damals für mich auch schon ein älterer Herr auf mich zu, nimmt mich in den Arm und sagt, endlich, und ich sage, endlich. Endlich, wir kannten einander natürlich durch die Fernsehen, durch die verschiedenen Ost und West, aber hatten uns nie gesehen, waren uns nie begegnet. Und es war so, als ob sich uralte Freunde endlich wiedersehen. Es war gar nicht ein neuer Mensch, den man kennenlernte, so ging es ihm auch, sagte er, sondern es war Verwandtschaft quasi. Jetzt Bruder und Schwester sind wieder zusammen. Was für Barbaren hat man mir hier ins Haus geschickt? Diese Statue ist aus dem 3. Jahrtausend vor Christi. Aber Vater, du sagtest doch, Barbaren gab es damals noch gar nicht. Willst du mich etwa belehren mit deiner Realschulbildung? Auch im vereinten Deutschland gelingt es Herbert Köfer, Fuß zu fassen und an seine Schauspielerfolge anzuknüpfen. Ja, aber jetzt wird hier wieder eingeräumt. Ich habe satt, ich ziehe nicht. Liebes, du musst keine Angst haben. Ihr denkt doch nur an unseren Traum. Morgen wird er sich erfüllen. Aber wir haben doch kein Geld. Das hast du selbst gesagt. Was? Verlass dich auf mich. Keiner wird uns mehr trennen. Herzlichen Glückwunsch, Herbert Köfer. 2002 ist einer der emotionalsten Momente für Herbert. Ihm zu Ehren erhebt sich eine ganze Nation. Im Alter von 81 Jahren bekommt er die goldene Henne für sein Lebenswerk. Danke. Ich möchte mich vor allem bei den Zuschauern bedanken, die mir so lange die Treue gehalten haben. Danke. Ich möchte gerne noch einen Satz sagen. Ich würde gerne noch lange weitermachen, wenn man mich lässt. Und man lässt ihn. Vor wenigen Wochen haben wir Herbert bei Dreharbeiten für die Serie In aller Freundschaft besucht. Zusammen mit Schauspielkollegin Ingeborg Krabbe, mit der er in unzähligen Schwenken und Sketchen zu sehen war, spielt er diesmal eine hochemotionale, ernste Rolle. Die zwei sind ein Paar,
das beschließt, für immer zu gehen. Ich liebe dich, Fritz. Ich liebe dich auch. Wir sind ja da bei diesem Thema. Ist es erlaubt, dass ein Mensch über sich entscheiden kann und sagt, ich möchte jetzt nicht mehr weiterleben? Kann man da Hilfe auch von einem Arzt bekommen, der vielleicht dieses Abschiednehmen günstiger gestaltet, nämlich schmerzfrei und schnell, wenn es so sein muss? Das sind alles Dinge, darüber nachzudenken. Ich meine, dass man das Recht hat, als Mensch über seinen eigenen Körper zu entscheiden und zu sagen, ich möchte das jetzt nicht mehr, ich möchte nicht mehr leiden. Herbert war ein bisschen anders, so ein bisschen, ich sag mal, neben der Spur, so ganz wenig. Und ich sag zu seiner Frau, was ist denn los mit Herbert? Na, sagt sie, die haben jetzt gedreht in aller Freundschaft und seine Frau, also die in dem Stück, die ist gestorben. Und das hat er so gespielt, so verinnerlicht, dass wir alle geheult haben. Und Herbert geht's heute auch nicht so gut, ich muss schon lachen dabei. Also wirklich, da war so drin in dem Stück, dass es ihm wirklich ein bisschen weggewedelt hat, ja. Ich glaube schon, dass ihn das sehr belastet, dieses Thema. Aber er zeigt es nicht so. Also, und wenn ich merke, dass er da so ein bisschen abdriftet in diese Rolle hinein, dann versuche ich ihn auch ganz schnell da wieder rauszuholen. Er ist ein Mensch, der wirklich in der Szene echte Tränen geweint hat. Das kann nicht jeder. Christel, warum hast du den Notarzt gerufen? Ich war aufgewacht. Ich musste mich übergeben. Und dann... Ja, schon gut, schon gut. Ich bin so ein Mensch, dass ich da mit meinen Gedanken reinwachsen muss. Ich muss die Situation spielen, als wenn ich sie lebe. Er ist wirklich mit Haut und Seele eben ein Schauspieler. Und wenn er immer aufhört, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und das darf er auch gar nicht machen. Herbert, mach's nicht. Dass er so im Diesseits und im Heute lebt, das zeichnet, glaube ich, das aus, dass er sein Lebenswerk überhaupt nicht als abgeschlossen sieht. Also wenn man ihn fragt, was machst du 2019, würde er sagen, na, ich bin frei. Das ist eine Verantwortung der Weltkultur gegenüber. Was verstehst du schon davon? Ich glaube nicht, dass es viele Schauspieler gibt, die so viel in ihrem Leben gemacht haben, unterschiedliche Sachen gemacht haben. Also diese Vielseitigkeit von ihm, weiß ich nicht, ob das ein anderer noch mal so hinkriegt. Und vor allen Dingen über die vielen, vielen Jahre. Ne? Seine Tüchtigkeit, das ständige Arbeiten an seinen Talenten und an seinen Fähigkeiten, seine Fleiß, seine Disziplin, sein extremer Fleiß, das führt ihn zu Erfolg. Und vor allen Dingen ist er erfolgreich, was die Länge des Lebens dauert. Er ist ja immer noch unterwegs. Und da beißt sich das Alter die Zähne aus an dem. Eigentlich hat er mir versprochen, als wir geheiratet haben, das ist ja nun auch schon eine ganze Weile her, dass wir noch Silberhochzeit feiern. Muss er sich noch ein bisschen, sind noch 10 Jahre. Was? Moulet? Amerikanisches Fabrikat? Kenn ich nicht. Versuchen Sie, mich davon abzuhalten. Schreiben Sie doch unsere Nummer auf! Auf der Bühne zu stehen, wenn der Vorhang aufgeht und zu spüren, wie das Publikum reagiert. Und du meinst bei einem Lustspiel, wie sie lachen und den Applaus, wenn man sich zum Schluss verbeugt. Das ist schon ein schönes Gefühl.